Haben wir auch hier nichts. Schade. So, ein Paras. Okay. Und das flieht direkt. Kriegen wir hier auch nichts. Okay, die Safari-Zone bleibt diese Runde wohl ziemlich ohne Ausbeute. Eigentlich schade. Stahlflügel. Ein Protein. So, hier haben wir die Goldzähne. Doppelteam, die Cheetah TM. Hier kriegen wir den Surfer. Wir haben zwar aktuell kein Wasser-Pokémon, das die lernen kann, aber... Ich kann sie mal probieren, ob es irgendjemand von unseren Pokémon lernen kann, aber ich bin jetzt mal... Ja, dachte ich mir fast. Ich darf leider nichts mehr fangen. Ein Top-Beleber. Ja, gut, können wir verkaufen. Hier in der Zone dürfte ich ja noch. Und da kommt kein Pokémon mehr. Naja, ist jetzt auch egal. Ich glaube eh nicht, dass ich da noch was bekommen hätte. Ich bin immer noch der Meinung, man kommt hier, glaube ich, schneller durch, wenn man einfach außen rum geht. So, dann haben wir zumindest die Profi-Angel schon mal. Die Super-Angel holen wir uns ja auch dann noch. So. Dann kriegst du jetzt deine Goldzähne. Stärke darf ich, glaube ich, sogar schon benutzen. Wer darf denn das lernen? Kenji und Fight können's lernen. Brauche ich bei denen irgendeine Attacke nicht? Ich glaube, Fight lernt eh nichts allzu Gutes mehr. Mach mal den Mega-Kick raus, der ist mir sowieso ein bisschen zu unsicher. Ich müsste ja eigentlich auch wieder jemandem das Fliegen beibringen, ne? Kann nur niemand mehr, seitdem Kadi raus ist. Ich könnte Dodo beibringen. Also gut, Stärke kann ich schon verwenden. Und ich habe meinen Sonderbonbon. So.
Am Supermarkt kommt man allerdings mit Zerschneider wesentlich besser. So. Moment, ich wollte erst nur Sachen verkaufen. So. Was brauchen wir denn hier alles nicht? Ich habe doch da eine Top... Moment, nicht eine Top-Genesung, den Top-Beleber. Darf ich eh nicht benutzen. Die Vitamine hebe ich mir lieber für den Zeitpunkt auf, wenn ich vorher Top 4 stehe. Weil ich ja nicht weiß, wie viele Pokémon bis dahin überhaupt überleben werden. So. Ja, Dirkie und Veit müssen ein bisschen nachtrainiert werden. Ah, hier ist nochmal einer von Professor Eichs Assistenten. Das ist der, der die 50 will. Ich habe sie noch nicht. Ich habe erst 33. Ach ja, da kriegt man den Pokédex-Eintrag von Arktas. So. Dann darf Dirkie jetzt auch mal wieder ran. Ein Knuffenser. Ja gut. Ach ja. Pflanzen-Pokémon sind ja hier noch nicht immun gegen die Puder-Attacken. Ganz vergessen. Yay. Kaum ist man einmal selber paralysiert, kriegt man instant den Para. Ach, wie ich diese Trainer hier liebe. Und kriege ich jetzt wieder die Full Para? Natürlich. Wäre auch vollkommen absurd, wenn es was anderes wäre. Ich meine, ich habe nur eine 75%ige Chance, dass ich hier durchkomme. Und 25%, dass es dass mich die Fullpara erwischt. Also, das ist natürlich komplett logisch, dass das dreimal hintereinander passiert. Ich meine, wir sind ja jetzt nur bei einer Chance von, das war eine Chance von 1 zu 64? Ja, 64. Dass das jetzt passiert ist. Dreimal hintereinander Fullpara. Nein, das ist kein Witz. Ein Viertel ist eins, ist ein 64stel. Dürft ihr gerne nachrechnen, wenn ihr wollt, weil ein Viertel mal ein Viertel ist ein 16stel und ein 16stel mal ein Viertel, damit kommst du auf 1 durch 64. Dann willst du mal deine Kleinen ein bisschen nachtrainieren und dann, was kriegen sie? Para, para, para. Und dass die mal mit einer Stachelspurte daneben hauen würden. Nee, hat ja auch nur 75%, muss ja immer treffen. Also das Hex ist heute irgendwie voll gegen mich. Dabei habe ich dem Hex doch noch gar nichts getan. Außer es mehrmals verflucht. Das ist doch ein Vogelfänger, oder?
dachte ich mir. Da komme ich mal wieder gegen lauter Trainer, gegen die ich weder Dirki noch Veit effektiv einsetzen kann. Da willst du mal spezifisch die zwei nachtrainieren? Nein, darfst du nicht. Weil dann kommen nur noch Gift- und Flug-Pokémon. Ist die Frage, hat es eine Lauchstange? Die Crit-Chance von Porenta um 2 Stufen erhöht, aber auch nur von Porenta. Okay, ich glaube, einen Taubsi kriege ich auch einen Schlitzer kaputt. Level 34. Der Typ ist eigentlich auch ein Vogelfänger. Ja. Könnte ich mal wieder irgendwas haben, wo ich Veit oder Dirki auch nur irgendwie einsetzen kann? Oh, schon wieder ein Dodri. Mit den Viechern habe ich jetzt schon sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, genau wegen dieser Attacke. Aber zum Glück ist der dämlich. Das letzte Dodri war, glaube ich, auf Level 34. Da kommt noch ein Dodu. Und ich glaube, ich kann sie mal riskieren mit Veit. Level 31, sehr schön. Noch ein Dodu. So. Und Sorti will sich schon wieder entwickeln. Sorry, aber das geht leider immer noch nicht. Ich habe immer noch keinen Nationaldex. So, da vorne haben wir eine reelle Chance, dass wir Dirki vielleicht mal wieder verwenden könnten. Einfach mal, wir kommen jetzt einfach mal drauf an, was die für Pokémon hat. Ein Duplor. Okay, Stachelspore oder Schlafpuder incoming. Säure ist das Beste, was ich dagegen habe. Ja, ich hab's gewusst. Ich könnte eigentlich Doomsayer spielen. I knew it! Wenn du mit sowas ankommst, dann verwende ich wenigstens hier unfaire Mittel. Säurebattle. Stachelspore, Schlafpuder. Kannst du irgendwelche Attacken, die nicht nervig sind?
fiese Para, hey. Also, seitdem ich auf dieser Route bin, war ich, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden, 7 Runden war ich unter dem Einfluss von der Paralyse. Und viermal davon, oder, nee, fünfmal davon bin ich nicht durchgekommen. Entschuldigung, waren es 8. Ja, 8 Runden war ich unter Paralyse und fünfmal bin ich davon nicht durchgekommen. 5 von 8, das sind 62,5%. Ich möchte es hier nur mal anmerken. Also, die eigentliche Chance, dass man durch die Para durchkommt, ist 75%. Meine ist bei 37,5. Hey, keine Stachelspore. Jetzt habe ich ja eigentlich gedacht, nachdem es jetzt keine Stachelspore ist, macht er jetzt wenigstens einen Crit. Nächstes Mörapla. Und wow, sie geht daneben. Ein Wunder, ein Wunder. Ein NPC hat mit einer Stachelspore nicht getroffen. Markiert diesen Tag im Kalender. Moment, da, wie viel ist denn heute? Ja, der 21. August 2016. 15.47 Uhr. NPC hat mit Stachelspore daneben gehauen. Solange das Pokémon noch so nah ist, will ich jetzt keine Paraheiler für sowas verschwenden. Auch wenn es ewig dauert.